Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Grüße gehen heute erstmal raus an Stone Cold, Udo Bartenschläger, EHFB, Draco, Sid, Hans-Jörg Bleikamp, Eddick und. Warte, das muss ich scrollen. Da komme ich gerade nicht hinterher. Thorsten FFM, Rip Day und Mr. Bus Driver. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein paar Leute, die ich schon lange kennen, auf jeden Fall dabei. Und natürlich ein paar neue. Ich freue mich. Worum geht's besonders heute? Ganz wichtig in dieser Folge. Der Server. Ich habe den sozusagen bestellt heute um 12 Uhr. Also um 12 Uhr wird er gestartet. Es ist ein... Ja, ich habe 14 Slots. Ich habe jetzt mal von den Kommentaren her gesehen, dass es 10 oder sogar weniger hätten gereicht. Aber ich habe einen 14-Slot-Server bestellt und der wird um 12 Uhr aktiviert. Ich kann leider noch keine IP sagen. Die werde ich ab 12 Uhr dann hier mit reinposten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Aber das kann ich euch schon mal sagen. Das ist die Server-IP, ist noch unbekannt. Aber das Passwort wird das hier sein. Und ja, das ist wichtig. Ne? Also ohne dem kommt ihr nämlich nicht drauf. Das Ganze wird ein ganz stinknormaler Server, also ich habe da jetzt nichts Großes vor, keine Riesenpläne, was Mods betrifft oder irgendwas, ne, keine Ahnung, oder irgendwelche, keine Ahnung, was, wie die Dinge da alle heißt, was man da reinmachen kann, also Mods, ne, nicht jetzt die Leute, die das moderieren, ich meine einfach das, was man da noch alles so bei machen kann. Das soll eigentlich ein ganz stinknormaler Server werden, wo wir einfach nur nach Herzenslust bauen können und ich das ab und zu einfach mal sozusagen filmen, ne? Wenn ich dann auf den Server komme, ich werde natürlich auch ein bisschen mitbasteln. Ich habe jetzt ein Notebook, kann ich auf der Arbeit auch mal mit draufkommen und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, die IP, die folgt, morgen steht es auf jeden Fall auf dem Stein drauf in der Folge. Heute geht es leider noch nicht, ich habe noch keine bekommen. Also das habe ich mir ein bisschen cooler vorgestellt, dass ich heute so richtig episch den Server so ansagen kann, um 12 Uhr ist es safe. Ja, ist leider nicht so. Gut, dann wollen wir heute weiterbauen und dann will ich mal kurz die Kommentare gleich durchfliegen. Bin mal gespannt. Also ich habe es ja schon gelesen, aber ich bin mal gespannt, was wir heute noch so alles schaffen. So, die Pappeln, ich weiß nicht, ob die verbuggt sind. Ob ich die nochmal pflücken muss und nochmal hinsetzen muss. Die wachsen ja seit x Folgen, also ist ja der Wahnsinn. Falls wir mal so eine Pappelallee hier vorhaben, haben wir einen ganz schönen Satz Arbeit vor uns, würde ich sagen. Ne? Einen ganz schönen Satz. Also, das dauert ja 100 Jahre, bis sie gewachsen sind. So, was habe ich denn in den Kommentaren? Ich muss mal kurz gucken. Ripley hat geschrieben, hi Tim, tolles Video. Ich habe dir per Discord ein paar Bilder geschickt. Ja, habe ich gesehen, vom alten Server noch, ne? Richtig schöne Bilder. Dann hat er nochmal geschrieben, ich wäre auf jeden Fall dabei. Das ist cool. Eddie hat geschrieben, Frühstücken und Rising World von Tim schauen. Leider ist es so warm. Oh ja, ich habe jetzt schon 28,4 Grad um 7.07 Uhr im Zimmer. Ihr merkt, ich bin schon wieder lange wach. Also ich bin schon wieder viel zu lange wach. So, wann steht ihr denn immer so auf? Ich weiß nicht, also ich bin echt so mega Frühaufsteher geworden. Total komisch. So, ich wollte aber jetzt irgendwas bauen. Was wollte ich denn bauen? Ich muss ja nicht alle Kommentare auf einen Schlag durchhauen. So, also ich bin mega Frühaufsteher geworden. Ich bin seit 5 Uhr wach und kann einfach nicht mehr pennen. So, hier unten wollte ich noch eine Couch reinklotschen. Was könnte man da noch so hinhauen? Ne? Natürlich, also das ist ja hier das Wohnzimmer sozusagen. Das können wir ja alles wieder ändern. Ja, also wir haben hier sowieso noch zu tun. Na, die Küche soll noch ein Regal bekommen. Ach ja, da fällt mir gerade spontan was ein. Habe ich da wieder krumm und schief gemacht gestern. Nein, Tim, vorsichtig. So, ein Regal. Es könnten ruhig ein Tacken breiter sein. Das ist auch nicht, wie hoch könnte so ein Regal sein? Das muss ja auch realistisch hoch bleiben. So, das ist schon mal ein Regal. Man darf auch nicht übertreiben jetzt, ne? Mit 1000 Regale. Und darauf setzen wir mit PNGs natürlich noch ein paar schöne Ressourcen hin, wie Würste oder sowas. Die könnt ihr noch darunter hängen oder sowas. Das habe ich schon mal in einer mittelalterlichen Burg gemacht. Das war ganz hübsch. Also auf jeden Fall kommt da noch ordentlich was drauf auf dem Regal. Hier müssen wir noch einen Herd reinsetzen. Habe ich schon wieder alles vergessen. Hier ist noch der Schlafraum. Da will ich noch einen Ventilator reinmachen. Das war eine bessere Idee. So, die Fensterbänke. Also ich habe einen Tipp gekriegt, also einen schönen. Aber das habe ich auch schon mal gemacht. Auch eine geile Idee trotzdem. Muss ich mal noch lesen gleich. Also wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Der Hans-Jörg Bleikamp, der ist ja jetzt schon fast ein alter Hase auf unserem Kanal. Der ist ja schon jetzt ein paar Folgen dabei. Hat geschrieben...
Das mit dem Surfer ist ein toller Gedanke. Ich würde gerne mitmachen. Bin zwar nur, sorry, hab nur zwar einen alten Leppi, aber geht noch. 4 GB Arbeitsspeicher. Was noch gut wäre, TS im geplanten Server, ist doch einfach zu sprechen als zu schreiben. Liebe Grüße vom See und mach weiter so. Ja, ich mache auf jeden Fall weiter so. Und das mit dem Sprachchannel, das ist. Ein TS braucht man heutzutage nicht mehr. Also Teamspeak ist ja ein alter Hut, ne? Seit Discord-Zeiten. Da kannst du schön in so einen Sprachchannel von Rising World reinhüpfen. Und das hat auch eine gute Sprachqualität, finde ich jedenfalls. Also ich finde die ganz gut. Also ein Teamspeak wäre es, glaube ich, doch zu heftig. Also wenn ihr da einen habt, dann schreibt in die Kommentare rein. Wie krass scharf das Bild aussieht, ne? Dann schreibt das in die Kommentare rein von mir aus. Aber ich finde Discord am besten eigentlich. Der Discord-Link ist ja auch mit in der Beschreibung. Ich habe jetzt nichts davon, wenn jetzt da 1000 Leute in meinem Discord-Channel rumhängen. Also jetzt an Community. Also ich will jetzt nicht zwanghaft da sammeln. Also wer keinen Discord haben möchte, der. Ja, da müssen wir uns das überlegen. Keine Ahnung. So viel Quatsch muss man nicht. Man hat ja immer noch die Funktion hier zu schreiben. Ne? Zur Not habe ich jetzt nicht geschrieben. Ne? Was habe ich denn? T muss man drücken. T. Das wollte ich schreiben. Brot. So. Also das kann man ja auch noch. Aber wie gesagt, der Discord, die Funktion ist ja echt gut. So. Jetzt habe ich die Uhr rausgeholt. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Knopf. Gut. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Ich habe noch so viel vor. Ich will die Straße noch machen. Ich will unten noch ausbauen. Die Couch wollte ich noch machen. Warum kann man reinhüpfen, aber nicht raus? So. Die Couch unten. Die Couch für den Survival-Raum. Absperrung, Badezimmer, Betten, Badezimmer, Betten, 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 Badezimmer, Sitzen. Couch. Schöne knallweiße Couch. Dafür brauchen wir wieder 16 mal Stoff. Yippie, das baue ich am allerliebsten. 16 mal Stoff. Heidewitzka. Naja, was getan werden muss, muss getan werden. Ich will eine Couch. Die kommt nicht von allein. Ja, der Server, wie gesagt, ich habe da jetzt nichts mit Mods vor. Wir hatten ja mal einen gehabt, der war ja auch eine lange Zeit am Laufen. Er wurde dann halt immer leerer, mal leerer. Man hat halt viel gebaut, ne? Und ich habe mich auch viel zu wenig um gekümmert. Will ich diesen Server auch viel mehr machen, also viel mehr mit drauf sein, viel mehr mit aufnehmen und gucken, wie der wächst. Einfach, ne? Also selber will ich da jetzt kein großes Projekt drauf machen, wie für YouTube. War ja damals so, das ist immer ein Problem. Ich baue da eine Hütte hin. Ich mache ja eine Folge am Tag, ne? Manchmal mache ich zwei, drei, wenn ich Voraus aufnehme oder so, aber in der Regel mache ich eine Folge. Und um mich herum entstehen gigantische Städte und Burgen. Und ich laufe da immer noch in so eine, ja, in sowas wie hier rum, ne? Ewig lang. Und das sieht immer total dämlich aus. Ja. Wenn das das einzige Projekt wäre, was ich hätte, wäre es ja einfach. Aber das ist es ja nicht. Wie gesagt, ich werde dann auch auf jeden Fall versuchen, so oft wie möglich da Videos von zu machen, wie er sich so entwickelt, was da so gebaut wird. Ihr macht ja Absprachen untereinander. Ich bin ganz gespannt. Und dann können wir mal ein paar Touren machen durch die Stadt, die dann entsteht. Also ich habe damals auch von Kinnick gesehen, so mega Bauwerke, Wahnsinn. Sind ja alle auf YouTube festgehalten. Ne? Die werden ja dadurch gespeichert, sozusagen. Kann man zwar nicht mehr begehen, aber die werden für immer und ewig gespeichert. Die Bilder und Städte und alles drum und dran. So. Gut, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gemacht habe. Zap. Eine Garnrolle. Ich kann noch eine Garnrolle machen. Aber 16 Stück werde ich nicht haben. 15, ja, das ist ja ungefähr noch 30 mal Wolle. So. Los geht's. Action, Action. Was haben wir noch in den Kommentaren? Habt ihr mal was auf Discord geschrieben, Hans-Jörg Blackham? Ich habe alles gelesen gestern. Also, ich lese immer alles. Antworte halt nur nicht immer, weil ich ein Blödmann bin. Nein, Quatsch, weil. Ich weiß nicht, manchmal weiß man auch nicht, was man antworten soll. Ist einfach so. Oder wenn man halt so oft angeschrieben wird von viel mehr, dann antwortet man manchmal nicht. Ist einfach so. Also, wie soll ich das erklären? Ist doof. Nicht, dass ich jetzt so ein eingebildeter Fatzke wäre mit 1 Milliarde Abonnenten. Jetzt habe ich nur 8 mal. Okay, das reicht ja. Ich will nur einen Wolle machen. Ein Dings. Baumwolle. Na, wir könnten zum Beispiel so Community-Projekte planen auf dem Server, wo wir dann mal ein paar Events drauf machen, wie zum Beispiel ein riesiges Maislabyrinth oder sowas. Sowas finde ich cool. Na, du kannst ja hier wirklich Mais so nah nebeneinander pflanzen, dass du ein richtig geiles Labyrinth draus machen kannst. Kann ich das leider nicht vorführen. Das haben wir schon mal ausprobiert. Also das wäre schon eine ziemlich coole Sache. Stoff, ja klar, ich muss auch einen Stoff herstellen. So. Zap, zap. So, die weiße. Wir gucken nochmal durch. Schwarz. Wird schon passen irgendwie, ne? Obwohl braun, rot. Boah, was für geile Farben, ey.
Ich nehme eine braune. Eine richtige Homer Simpson Couch. Guck mal, hier können wir mogeln. Oh, wir müssen ja so viel anpassen. Das kann ja nicht alles Gras bleiben. Das sieht ja... Naja, ein Minigärtchen oder ein Gewächshaus oder irgendwas. Ich habe eine geile Idee gerade gekriegt. So ein Hanfgarten, so ein Mini-Hanfgarten. So, da kommt die Couch hin. Ich bin jetzt kein Freund von Cannabis oder so. Eigentlich nicht, gar nicht. So. Du bist am richtigen Ort angekommen, meine liebe Couch. Bop. Da, viel Stoff. Wir können uns hinsetzen. Es ist natürlich, hier wird nicht viel Technik sein. Wir brauchen einen Generator noch. Und Lampen. Aber hier kommen so richtig schöne Lampen rein. Ne? Also hier muss ich nochmal eine rote reinpopeln. Obwohl die eine eigentlich reicht, ne? So. Ach, ich liebe diese Tür. Das macht die erst wieder alleine. So, Türen. Das Bild muss nochmal weg. Das ist jetzt, hat's. Jetzt haben wir genug Spaß dran gehabt. Da muss noch was anderes hin. Boah, das ist ja schon ein krasser Bunker geworden, ne? Die Durchreiche. Meine Durchreiche. Ich habe das Brett entfernt, weil es hässlich war. Naja, guck mal, haben wir da ein bisschen ausgesägt, würde ich sagen. Ich erkenne gar nichts. Also ich weiß nicht, wo ich bin hier. Das ist, glaube ich, exakt gleich groß. Soll ein Tacken größer sein. Das ist eine wunderschöne Platte. Tausendmal besser als... Okay, von nahen sieht es echt wieder maserig aus. Aber von der Ferne viel besser als dieses Pressspan-Zeugs, ne? So, und hier werden feinste Speisen serviert von mir. Wenn es dann mal soweit ist. Okay, immer wieder kommen kleine Details dazu, ne? Wie gesagt, wir machen wirklich, werden sehr viele Folgen bei Simworld werden. Und ich will wirklich jedes kleine Projekt, es ist jetzt hier so ein Bunker, logisch, ne, man sieht's, ausleben will ich den. Also ich will ja wirklich komplett Ideen, also manchmal schießt da eine Idee im Kopf und denkst so, krass, Alter, warum ist das nicht vorher eingefallen? Also es ist echt schön. Mir ist gerade zum Beispiel die Ecken wieder eingefallen, dass man die noch ein bisschen verlängern kann, weil das sieht so nach Blockgame einfach aus, wenn man einfach nur Würfel hingesetzt hat. Und mir ist gerade noch spontan was eingefallen, das gucken wir uns jetzt nochmal an. So. Metall. Das hier. Wir haben ja so eine Ecken noch. Wenn ich die jetzt da oben in die Ecke reinpacke, wie sieht das aus? Wir können die abrunden, weil wir können echt komische Sachen machen. Das kostet immer so viel, das ist scheiße. Nein. Also ich bin mal am Experimentieren. Welche wir davon jetzt nutzen könnten für Ecken, also um die noch krasser, schöner zu machen. Ich habe nur 3 Stück gebaut, ich habe viel mehr gebaut. Achso, da, wer wollte schon sagen. 4 Stück. Ha. So, runter, ich muss nicht mehr sagen, ne? Zabidi, 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 zabidi. So, bei mir ist jetzt auch Freitag, also heute ist Freitag. Ich liebe Freitag. So, der wird nicht funktionieren, ne? Der sehe ich jetzt schon. Der ist scheiße geworden. Das ist unnütz, der Block. Wenn wir den jetzt hier so reinpopeln würden. Also wir können ja überall andere reinmachen, ist ja kein Problem. Also du kannst halt schöne Ecken zaubern, ne? Guck mal, einfach mal so. Das macht absolut überhaupt keinen Sinn, Tim. Also, oder du verdichtest die einfach da oben so ein bisschen hübsch machen, damit es nicht so eintönig aussieht, ne? Wenn du reinkommst, dann hat das was irgendwie, was Modernes, ne? Einfach mal experimentieren damit, mit dem. Das ist einfach nur ein Dreieck. Da kannst du einen schönen Stachel machen, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Die mache ich wieder weg. Also da sind jetzt nur mal zum Gucken, wie die sich so äußern hier. Oh. Ist ja fast aus, ob ich da den ganzen anderen Block mit kaputt mache. Bug! Hä? Das sieht ja jetzt irgendwie komisch aus, ja. Du kannst ja noch drehen und wenden und machen, was du willst. So. Warum ist das voll leise gerade? Aber das ist, glaube ich, normal. Ich glaube, das werden die. Das ist wirklich das Mittel der Wahl hier. Ich erkenne nichts. Wenn du hier irgendwas zaubern willst. Boah, wo ist was? Ach so.
Ne, einfach so abgerundet. Da kannst du weiterführen mit den Pixern. Einfach mal so, ich mache einfach mal so aus Spaß. Dann, das ist so eine kleine Skulptur. Das ist eine Katze. Katzenkopf. Muss ich noch ein Katzengesicht reinmachen. So, dann hat das wieder ein bisschen Charme gekriegt. Finde ich gut. Hier wollte ich eigentlich die Ecke. Die Ecke hat mir nicht gefallen hier, ne? Weil die sieht einfach so nach Blockgame aus. Und du kannst es ja hier verfeinern. Du kannst es ja schön machen. Du musst nicht ein doofes Blockgame haben, nur. Also eine Abkantung, Schrägung. Leck, warum? Wenn ich einen Block gesetzt habe? Na, das sieht auch nicht aus. Ich mach mal aus Spaß. Ich mach's nur aus Spaß. Na, wow. Was brauche ich denn da? Hör auf, weg damit. Na, das sieht jetzt auch nicht aus, oder? Das ist, aber irgendwie muss das ja gebaut worden sein hier, ne? Und es ist ja nicht mehr so. Oh, das sieht jetzt aus wie Kraut und Rüben. Hölle, Hölle. Also hier könnten wir zum Beispiel nochmal abrunden. Das sieht einfach nicht aus. Also das da oben ist ja schon ein bisschen skurril. Das kann auch so bleiben, aber das gefällt mir nicht. Wir können hier, ich muss noch vier, ja, vier Rundungen oder vier Ecken. Was will ich haben? Ecken ist immer, das ist Minecraft, ne? Also ich bin kein Minecrafter. Werde ich auch nie werden. Ecken sind Minecraft. Ich brauche Rundung. Das ist Rising World. Oh, ist aber schon dunkel draußen. Zapp. Das nun passen wird? Ich weiß es nicht. Meine Wasserflasche ist noch nicht leer. Sehr gut. Dann kann ich schnell einen Schluck sippeln. Der ein oder andere guckt bestimmt drauf. Du stirbst ja bald. So, Rundung. Ich liebe Rundung einfach hier. Oh, das Aquarium leuchtet da so schön blau. Das sieht einfach so geil aus. So spontane Ideen wieder, weißt du? Ein Aquarium wäre eine gute Idee. Okay, guck mal. Bam! Beste Ding auf der Welt geworden. So, mal gucken, ob Rundungen hier im Bunker auch überhaupt passen. Na gut, dann brauche ich nicht so. Wartet. Aber hier sind keine Türen. Deswegen. Weil, wo eine Tür ist, kannst du keine Rundung reinmachen. Sonst glitscht die ja so durch. Das sieht doof aus. Na, das kann, damit kann man leben, ne? Noch ein Fenster zum Klo, damit man aus meinem Kacken zugucken kann. Und was mache ich hier hinten im End? Hier muss doch irgendwas hin. Also, es gibt Regale. Es gibt ja tausend Sachen. So ein Lagerraum oder sowas, ne? Dass du hier vielleicht tatsächlich sogar noch eine Tür reinklatscht. Und dann ist hier so ein kleines Minilager oder der Generator. Also irgendwo muss der ja auch noch einen Platz finden. Und in der nächsten Folge machen wir Bilder hier rein. Also da oben kommen ja, Essen hin und ein Herd und eine Spüle. Hier kann ich mich einfach nicht entscheiden. Wir können dann noch eine Couch hinstellen. Es ist ja tatsächlich, oder Tisch und sowas. Also einfach nur, wo man leben kann. Esstisch. Weil wir holen uns das Essen ja hier. Wir kochen ja hier, spülen ab und machen alles blablabla und tun Wolle in ein Fach reinlegen und so. Dann legen wir es hier hin. Dann kommen unsere Gäste, wer auch immer das ist, aus dem Bett und sagt: Oh, guten Morgen. Oh, lecker, Tim hat schon mit Essen gekocht. Und dann kann er hier auf der Couch essen gehen oder hier am Esstisch, der natürlich. Ja, hier muss ein Esstisch hin auf jeden Fall. So, jetzt hab ich mir selber eine Geschichte ausgedacht und jetzt weiß ich, was ich bauen will. Gucken wir mal nach einem schönen Tisch, oder? Also viele Stühle und so braucht man natürlich nicht. Zwei werden wohl lang. Also der ist ja eh ausgelegt für zwei Menschen, dieser Bunker. Erwartet einfach nur, weil es können. So. Draußen für einen LKW. Ich hoffe, das hört er sich. Bubble, wachs doch endlich. Was hab ich euch denn getan? So, die hier. Davon. Das wäre cool, wenn man das wieder einschmelzen könnte, ne? Das wäre richtig geil. Ich habe es ja noch nie versucht, ehrlich gesagt. Nein, mir natürlich nicht. Achso, ich hab's auch nicht in der Hand, ne? So, guck mal, geht doch. Können wir doch einschmelzen. Nein, es geht nicht. Scheiße, das ist doch richtig, Gott sei Dank. So. Ich dachte, jetzt kann ich hier nicht mehr rauskloppen. So, wir haben noch 15 mal Eisen. Wir haben noch, ah, komm, weg damit. Bretter, die Welt bedeuten. 14 Stück. Bisschen Earth. der weg. Ne, sowas werfe ich nicht weg. Viel zu wertvoll. Bisschen Glas. Rahmen. Rahmen sind auch Suppen, ne? Okay, essen müssen wir gleich was. Wir müssen mal richtig Nahrung suchen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Ich habe gesagt, ich wollte noch eine Couch. Ne, Quatsch, einen Esstisch. Tische, Tische, Tische. Ein Thron. Ja, sowas gehört doch. Das gehört doch absolut in so einen Bunker rein, oder? Ein Thron. Tische.
Das sind normale, blöde Tische. Die sehen zwar hübsch aus. Aber runder Tisch, Schreibtisch, ist kein Esstisch. Das sind so eher Couchtische. Küchenzeilen. Spüle gibt's ja. Verdammt. Warum will ich eine Spüle machen, wenn es so eine gibt? Verdammt! Ich muss was ersetzen. Ich hole erstmal Holz. Stühle, ich wusste doch, dass es hier Spüle gibt. Ich habe doch hier schon mal eine gebaut, oder? Ich habe keine Spüle gebaut, ich Held. Wie kann man denn so doof sein? Spüle kommt hier hin. Brauche ich nicht kaputt machen? Guck mal, hätten wir... Ah. Wir brauchen zwei Spülen. Das kriege ich heute auf jeden Fall hin. Oh, wie dumm. So. Also man ist so verwöhnt von den Birken, weil die so schnell wachsen. Und staunt immer, wie langsam die anderen Bäume alle wachsen, ne? So. Zack, zack. Komm mal her, 7 Birken. 3 Bäume gefällt 7 Birken pflanzen. Kein Wunder. Irgendwann stürzt der Server wegen Birken ab. Näher am Lager hier. Okay, Holz. 3 Bäume gefällt. Muss ich aber strecken, sorry. Da hat man eine Küche und ich will eine malen. So, Rohstoffe, Holz, zack. Boah, wie wenig war das denn? Das reicht niemals für 2 Ich brauche 80. Ja. Und wieder neue Birken. Erblicken das Licht der Welt. Ich versuche sie mal aufzunehmen, wenn sie fallen, aber ich schaffe das nicht. Sieben plus 6. Wir haben jetzt gerade mal 13 Birken gepflanzt. Wahnsinn. 13? Schon wieder wachsen hier. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Voll das Birken-Let's Play geworden. So. Dann machen wir mal das Holz. Hat mir verlaufen. Das ist ja jetzt wahrhaftig genug. Für 2 doofe Spülen. 4 Plättchen brauchen wir. Das ist sehr teuer, muss ich zugeben. Das ist falsch. Ich glaube, ich hatte noch eine. Zack. Da ist so unsere Spüle. Wie geil. Hier. Eine Spüle. Gibt's doch nicht. Guck mal, snap da. Wie verrückt da rein. So schön unterm Fenster. Und dann natürlich unten noch eine. Dann brauchen wir nämlich nur noch den Herd. Fällt man dann da runter? Oh, jemand fällt runter. Ah, schon das. So. Na, ist ja eigentlich Jacke wie Hose, wo wir den hinpacken. Na, ihr will er nicht snappen, oder was? So. Jetzt aber. Schweinehund. Spüle! Ah, ist auch irgendwie dumm, ne? Aber wir müssen hier ein bisschen ansehen. Wenn man das jetzt dahin packt, dann ist es viel einfacher, wenn man abspült und die Sachen da rein. Ach, ist egal. So, gut. Ich würde sagen, das mit dem Server werdet ihr heute im Verlauf des Tages sehen. Das wird in der Beschreibung reingekloppt. Das IP-chen. Ach, guck mal, ich habe meinen Spitzhacke gefunden. Die IP, weiß ja, also morgen wird es auf jeden Fall schon mal auf dem Stein stehen. Wer bis morgen warten will, wartet einfach bis morgen. Wer nicht bis morgen warten will, der guckt heute nochmal in ein Video rein. Voll der geile Trick, um noch mehr Aufruf zu bekommen. Yeah, mal gucken, ob das klappt. Wir sehen uns im nächsten Video von Rising World. Könnte ein Server-Video werden. Man kann ja auch hier ein bisschen switchen. Ich hab ja, kann ja auch hier ins Hauptmenü zurück und dann auf den Server zum Beispiel drauf. Dann sehen wir uns. Oh, guck mal, die. Ist der andere. Da, wenn die schon gewachsen ist und die anderen noch nicht. Da kann ich die alle nochmal neu pflanzen. Die sind irgendwie verbackt oder so. Aber die Kirsche wächst jetzt hier. Ach, sie süß. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wie gesagt, dann mit IP. Bis dann.